Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 86, erster Teil, Steigerungszauber. Susan ging es wieder besser. Von den verdorbenen Tränken hatte sie sich schnell erholt, doch noch immer war ihr morgens übel, was der Heiler auf ihre Schwangerschaft zurückführte. Natürlich hatte Draco gleich seiner Mutter davon berichtet und ihr auch von seinem Vorhaben erzählt, um Susans Hand anhalten zu wollen, was Narcissa überaus glücklich machte. »Mein Junge gründet eine eigene Familie«, hatte sie verzückt gesagt, bevor sie Draco an sich gedrückt hatte. Severus schien eher gelassen, als Draco ihm mitteilte, dass er Vater werden würde und er Susan heiraten wollte. Doch auch er gratulierte ihm zu seinem Familienglück. Es mag nur ein unterschwelliges Gefühl gewesen sein, was Draco so denken ließ, doch es kam ihm so vor, als wäre sein Patenonkel ein wenig neiderfüllt, weswegen er all seinen Mut zusammennahm und Severus fragte. »Sag mal, meinst du nicht, dass du dich jetzt, wo Frieden eingekehrt ist, auch mal etwas umsehen könntest?« »Was genau meinst du mit umsehen, Draco?« fragte Severus ungewohnt grantig zurück, was ihm offenbarte, dass sein Patenonkel sehr wohl wusste, was er gemeint hatte. »Ich meinte, dass du die Augen etwas aufhalten könntest, um vielleicht eine Lebenspartnerin.« »Du, Draco, bist in dieser Angelegenheit nicht meine erste Wahl als Gesprächspartner«, zischelte Severus rügend, sodass Draco das Thema fallen ließ. Mit Susan machte Draco sich in der dritten Septemberwoche auf zu ihren Eltern, denn dort waren sie zum Essen eingeladen. Diesen Anlass wollte Draco nutzen, um heute bei Mr. Bones um ihre Hand anzuhalten, obwohl sie ihm mehrmals versichert hatte, dass diese formelle Tradition nicht notwendig wäre. Nach dem Essen und einer anfänglich sehr angespannten Unterhaltung mit einem ihrer Cousins, einem Muggel, fand Draco die Gelegenheit, Susans Vater in dessen Arbeitszimmer aufzusuchen, aus welchem er eigentlich nur eine Schachtel mit Zigarren holen wollte, um so die Schwangerschaft seiner Tochter zu feiern. »Mr. Bones, Sir, hätten Sie einen Moment Zeit für mich?« fragte Draco höflich, nachdem er an die offene Tür geklopft hatte. Mr. Bones, ein mittelgroßer Mann, durch dessen teuren Anzug man den Ansatz eines kleinen Bauches erahnen konnte, hielt wie versteinert inne, entspannte sich jedoch wieder und bot Draco an, auf einem kakaofarbenen Ledersessel Platz zu nehmen. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Malfoy?« fragte Mr. Bones mit ernster Miene. Draco schluckte, fragte dann jedoch ernst und mit Bestimmtheit. »Ich möchte um die Hand Ihrer Tochter anhalten, Mr. Bones.« Susans Vater sagte lange Zeit nichts, sondern ging hinüber zu einem Schrank, um zwei Gläser Scotch einzuschenken. Eines davon reichte er Draco, der es mit zittriger Hand entgegennahm. Obwohl er diese einladende Geste positiv werten konnte. Beide nahmen einen Schluck, bevor Mr. Bones sagte: »Sie wissen schon, dass Susans Mutter ein Muggel ist?« Innerlich bereitete Draco sich auf ein schwieriges Gespräch vor, bevor er lediglich antwortete: »Ja, Sir.« Mr. Bones kam einige Schritte auf Draco zu und forderte: »Entblößen Sie bitte Ihren linken Unterarm, Mr. Malfoy.« Draco atmete plötzlich schwer, doch er kam der Aufforderung nach. Er stellte das Glas Scotch ab und legte beschämt das dunkle Mal frei. Mr. Bones starrte die hellen Konturen auf dem weißen Unterarm an, bevor er kurz mit dem Zeigefinger der Hand, die sein Glas hielt, darauf deutete und sagte: »Können Sie sich vorstellen, was meine Familie von sämtlichen Bekannten und Geschäftsfreunden zu erwarten hat, wenn es offiziell werden würde,
dass jemand wie Sie sich in die Familie einheiraten will. Gesenkten Hauptes nickte Draco, bevor er auf das dunkle Mal blickte und sich von Herzen wünschte, es nie angenommen zu haben. Mr. Bones nahm einen weiteren Schluck Scotch und erklärte mit ruhiger, aber bewegter Stimme: Meine Schwester wurde genau von dem Mann brutal ermordet, von dem Sie sich freiwillig dieses Zeichen in die Haut brennen lassen haben, Mr. Malfoy. Dracos Unterlippe begann zu zittern, weil er befürchtete, Mr. Bones würde sein Ersuchen ablehnen. Voller Hoffnung blickte er auf, um Susans Vater in die Augen zu sehen. Das leere Glas stellte Mr. Bones auf ein Tablett, bevor er seufzte, sich erneut dem jungen Mann zuwandte, von dem Susan so viel schwärmte, und sagte: Meine Tochter hat Ihnen sicherlich gesagt, dass es nicht vonnöten ist, bei mir konventionell um Ihre Hand anzuhalten. Sie kann heiraten, wen sie will, und doch rechne ich es Ihnen, Mr. Malfoy, hoch an, dass Sie den Mut gefunden haben, einer Tradition zu folgen, die die Familienbande schon im Vorfeld stärkt. Er hielt kurz inne, bevor er Draco ein sanftes Lächeln schenkte und mit warmer Stimme empfahl: Beginnen Sie einen neuen Anfang an der Seite meiner Tochter und machen Sie mich stolz, Mr. Malfoy. Die Vergebung, die Mr. Bones zukommen ließ, bewegte ihn zutiefst. Doch Tränen wollte er nicht aufkommen lassen, weswegen er, um sich abzulenken, das Wort an seinen Schwiegervater in Spe richtete, um sich bei ihm und seiner Herzlichkeit zu bedanken. Das St. Mungus wurde von Reinblütern überrannt, die sich alle einer Untersuchung unterziehen lassen wollten. Viele hatten sich aus verschiedenen Gründen erst sehr spät dazu entschlossen, sich auf Gendefekte testen zu lassen. Sogar einige Patienten aus dem Gunhilda van Gorsemoor Sanatorium kamen ins St. Mungus, um von den fortgeschrittenen Behandlungsmethoden zu profitieren. Erstaunlich viele Squibs wollten erfahren, ob es doch eine Möglichkeit zur Heilung gäbe. Denn wenn auch viele von ihnen seit Jahrzehnten von Kind an auf Magie verzichten mussten, weil sie sich ihnen einfach verwehrt hatte, so hatte die Nachricht, das Fortbleiben der Zauberkräfte könnte womöglich auf eine magische Mutation zurückzuführen sein, die behandelbar wäre, einen Funken Hoffnung in ihnen geweckt. Ihre Sehnsucht war groß, der magischen Gesellschaft gleichberechtigt anzugehören. Bei vielen Squibs spielte die Aussicht auf eine Wiedervereinigung mit ihren Familien, von denen sie früher verstoßen worden waren, eine ausschlaggebende Rolle. Genauso groß war bei einigen der Wunsch, damals durchgesetzte Enterbungen rückgängig zu machen. Und dann gab es auch Menschen, deren einfache Motivation auf Rache beruhte. Als Squib plötzlich doch über Magie verfügen zu können, würde vielen die Türen in der Zauberergesellschaft weit öffnen. Aber umso enttäuschter waren diese Menschen, nachdem man ihnen mitgeteilt hatte, dass keine Krankheit vorliegen würde. Viele desillusionierte Squibs wurden wieder nach Hause geschickt, ohne dass die Chance, eines Tages noch einmal zaubern zu können, in greifbare Nähe gekommen wäre. So wurde auch ein Mann, dessen schon stets mürrisches Auftreten, das von Professor Snape seit jeher übertroffen hatte, nach den Untersuchungen aus dem Krankenhaus entlassen. Der Sohn einer reichen, angesehenen Reinblüterfamilie, der als Squib geboren und nur aus diesem Grund aus seinem Elternhaus verstoßen worden war, war niemand anders als Argus Filch, der griesgrämige Hausmeister von Hogwarts. Auf dem Weg in die Bibliothek traf Hermine auf einen miesepetrigen Hausmeister, den sie trotzdem freundlich grüßte, doch er schnitt lediglich eine Grimasse, mit der er ihr seine ganze Verachtung entgegenbrachte. Für sein geringschätziges Verhalten konnte es Hermines Meinung nach nur eine Erklärung geben. Nämlich die, dass Mr. Filch ganz und gar nicht davon angetan war, eine ehemalige Schülerin nun in einer höheren Position zu sehen, als er sie innehatte.
Nachdem sie Filch passiert hatte, dachte Hermine über Snape nach. Denn der schien heute früh auf gewisse Art und Weise niedergeschlagen zu sein. Nur hatte sie noch nicht den Grund ausfindig machen können. Bei Madame Pince am Pult gab Hermine das Buch Oneirologie ab, denn die Traumdeutung für Professor Snape war längst abgeschlossen. »Was ist mit den Seelen der Farben, Miss Granger?« fragte Madame Pince unwirsch. »Das brauche ich noch, oder hat vielleicht jemand danach gefragt?« fragte sie nach. Madame Pince schüttelte nur den Kopf und Hermine glaubte in diesem Moment zu wissen, dass die Bibliothekarin lediglich prüfen wollte, ob sie das zweite Buch womöglich nur vergessen hatte. »Ich kann es selbst ins Regal zurückstellen. Ich wollte sowieso nach einem anderen Buch suchen«, schlug Hermine vor. Doch Nettigkeit war bei Madame Pince heute nicht angebracht. Während Hermines Abwesenheit suchte Harry Severus auf und er fand ihn in dessen Büro. Auch ihm fiel auf, dass Severus bedrückt schien, weshalb er offen fragte: »Ist irgendwas geschehen?« Severus blickte ihn fragend an und erwiderte mürrisch: »Was soll geschehen sein?« Andere Menschen hätten an dieser Stelle ein Gespräch aufgegeben, aber nicht Harry, denn er erklärte: »Sie wirkten etwas...« Harry suchte ein einfaches, aber treffendes Wort: »Traurig.« Severus machte ein Gesicht, als hätte man ihm einen Flubberwurm in den Tee getan, doch er erwiderte nichts. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Severus?« Genervt fragte Severus zurück. »Sehe ich etwa so aus, als würde ich jeden Moment zusammenbrechen, oder warum die Sorge?« »Ich will doch nur helfen«, dachte Harry, aber er sagte es nicht, weil er es für eindeutig hielt. Severus seufzte, bevor er monoton schilderte: »Mrs. Malfoy und Miss Bones werden den Bund der Ehe eingehen und wie es aussieht, ist die Familienplanung bereits in Phase 2. Darüber hinaus hat Mrs. Malfoy mir mitgeteilt, dass das Ministerium den Grundbesitz ihrer Familie zum 21. November diesen Jahres freigeben will und es ist absehbar, dass sie Hogwarts zu diesem Termin verlassen wird.« Eigentlich wollte Harry es nur denken, aber er sagte es laut. »Dann sind Sie traurig, weil Ihre engsten Freunde Sie bald verlassen werden?« Für Harry war das der einzige triftige Grund, doch Severus schnaufte nur. »Wer sagt, dass ich darüber traurig bin?« fragte er, als wäre es nicht möglich für ihn, sich so einem Gefühl hinzugeben. Harry zuckte einmal mit den Schultern und erwiderte: »Das brauchen Sie nicht zu sagen.« Damit Severus ihn nicht missverstanden würde, erklärte er: »Ich wäre traurig darüber, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Ich bin auch ganz froh, dass Hermine hier lebt und ich sie wieder häufiger sehe. Am liebsten wäre es mir, wenn Ron auch hier wohnen würde.« Hier spitzte Severus die Ohren und er sagte: »Ich habe nie verstanden, warum Miss Granger ihren langjährigen Verlobten, denn sie hatten mir erzählt, dass die beiden sich gleich nach ihrer Volljährigkeit ein Heiratsversprechen gegeben hatten, in der gemeinsamen Wohnung zurücklässt und hier in Hogwarts lebt.« Langsam wanderte eine von Harrys Augenbrauen in die Höhe und er fragte sich, ob es tatsächlich möglich wäre, dass Severus diese klitzekleine Information über die Trennung von Hermine und Ron entgangen sein könnte. Dann fiel ihm der Tag ein, an welchem er Ginny einen Heiratsantrag gemacht hatte und dass Ron gleich darauf zusammen mit Angelina in Ginnys Krankenzimmer gegangen war. Könnte Severus das einfach nur nicht bemerkt haben? Harry wollte prüfen, inwiefern Severus womöglich nur den Unwissenden spielte. »Hermine ist ja auch nicht mit ins Zimmer gekommen, um Ginny und das Baby zu besuchen«, warf Harry ihm als Informationsbrocken zu. Severus entgegnete daraufhin: »Was mich auch gewundert hat, wenn ich ehrlich bin, selbst Mr. Weasley...« Aufgrund der Verwechslungsgefahr der ganzen Weasleys verbesserte er: »Fred Weasley, meine ich, hat seine Verlobte mit zu seiner Schwester genommen.« »Okay«, dachte Harry, »es handelt sich um ein kleines Missverständnis, welches es zu klären gäbe. Aber stünde mir das überhaupt zu, Licht ins Dunkel zu bringen?« »Angelina ist nicht Freds Verlobte«, stellte Harry kurz und knapp klar. Würde das Kombinieren von Fakten Geräusche erzeugen,
dachte Harry, würde wahrscheinlich ein Heidenlärm in den Kerkern herrschen. Doch dann begann Severus zögerlich, die Informationen laut wiederzugeben, denn er sagte: Wenn Miss Johnson nicht die zukünftige von Mr. Fred Weasley ist. Angelina und Ron sind verlobt, machte Harry seinem Kollegen unmissverständlich klar, der daraufhin erstaunt beide Augenbrauen hob. Etwas verwundert über diese Informationen fragte Severus: Und seit wann bitte? So ganz genau, puh, keine Ahnung. Ich glaube, das war an dem Abend vor der Verlobungsfeier von Remus und Tonks. Mit zusammengekniffenen Augen rief Severus sich sämtliche Erinnerungen ins Gedächtnis zurück, die um diesen Zeitpunkt stattgefunden hatten. Miss Granger war an dem Tag der Verlobungsfeier von dem Werwolf und der Aurorin fast 2 Stunden zu spät bei ihm eingetroffen, was ihn wütend gemacht hatte. Er erinnerte sich aber auch sehr genau an ihr Erscheinungsbild, die verweinten Augen und die geplatzten Äderchen in ihnen. Und an den zwar vertrauten, aber nicht leidenschaftlichen Begrüßungskuss zwischen Miss Granger und Mr. Weasley auf der Feier selbst. Aber dann fragte er sich, warum er all diese Dinge überhaupt noch wusste. An jenem Tag hatte er sich nichts dabei gedacht, mit Miss Granger gemeinsam zu dieser Feier zu gehen. Doch im Nachhinein wurde er sich bewusst darüber, dass er mit einer jungen, ungebundenen Frau an seiner Seite dort aufgetaucht war. Ungebunden. Nur für einen Moment ärgerte er sich darüber, dass er von diesem Detail im Vorfeld keine Erkenntnis gehabt hatte. Doch andererseits war es auch gut so, denn wahrscheinlich hätte er sonst davon Abstand genommen, Miss Granger zu begleiten. Das letzte Stelldichein mit einer Frau, die ihm etwas bedeutet hatte, war damals vereitelt worden. Severus? Fragte Harry, denn ihm war nicht entgangen, dass sein Kollege in Gedanken versunken schien. Abrupt wechselte Severus das Thema und fragte: Sind Sie eigentlich aus einem bestimmten Grund hier? Den Kopf schüttelnd sagte Harry belustigt: Hören Sie doch auf, immer zu fragen, ob ich während einer bestimmten Angelegenheit hier bin. Gewöhnen Sie sich doch einfach daran, dass ich ab und an mal vorbeikomme, ohne Grund. Ah, dann sind Sie also nur hier, um mich von der Arbeit abzuhalten? Fragte Severus mit einem Schmunzeln. Haben Sie denn gerade an etwas gearbeitet? Was haben Sie denn gemacht? Fragte Harry zurück, der sich umblickte und keine angefangenen Arbeiten entdecken konnte. Ich habe lediglich auf Miss Granger gewartet und mache dies immer noch, erwiderte Severus ehrlich, woraufhin Harry lachen musste. Na dann warte ich mit Ihnen auf Sie. Ich wollte Hermine sowieso etwas fragen. Einen Augenblick später trat Hermine in Snapes Büro ein. Sie betrachtete ihre freien Unterarme und strich abwechselnd vorsichtig mit ihren Händen über sie. Als sie aufblickte, formte sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht, nachdem sie Harry bemerkt hatte. Mit ihrer schweren Umhängetasche über die Schulter geworfen, kam sie flink auf ihn zugestürmt. Harry! Fragte sie freudig, bevor sie ihn herzlich umarmte. Gleich darauf fragte sie: Bist du wegen etwas Bestimmtem hier? Harry verzog aufgrund ihrer Frage das Gesicht und erblickte zu Severus hinüber, der sich mit einem unterdrückten Grinsen abwenden musste. Warum glaubt eigentlich immer jeder, ich würde nur kommen, wenn ich etwas möchte? Fragte er gespielt enttäuscht. Als sein Blick auf ihre hochgekrempelten Ärmel fiel, die ihre zerkratzten und bluteten Unterarme freilegte, fragte er besorgt: Herrje, hat sich dieses kleine Monster noch immer nicht bei dir eingewöhnt? Nein, leider nicht. Und ich vermute auch nicht, dass er das noch wird. Du weißt ja, dass Kniesel recht eigenwillig sind und sich nicht jedem anschließen. Ich bin ganz offensichtlich nicht sein Traumfrauchen, sagte sie schweren Herzens. Ich habe schon mit Valentinus gesprochen und er nimmt den Kleinen zurück. Er würde mir ja einen anderen schenken, aber alle anderen aus dem letzten Wurf sind schon vergeben. Harry beobachtete, wie Severus ihr wortlos eine kleine Dose reichte, die sie mit einem dankzeigenden Lächeln und einem kurzen Nicken wortlos entgegennahm, bevor sie sie öffnete und den cremigen Inhalt auf den Kratzern verteilte, die sich gleich darauf schlossen. Selbst die Rötungen gingen auf der Stelle zurück. Während Hermine
noch redete, bemerkte Harry, wie Severus scheinbar sinnlos einen bestimmten Stuhl etwas vom Tisch abzog, bevor er etwas in eine Vitrine stellte. Hermine erzählte und erzählte und ging derweil um den Tisch herum, um ihre Tasche auf genau dem Stuhl abzustellen, den Severus eben wie selbstverständlich bewegt hatte. Er konnte es kaum glauben, aber Severus und Hermine kommunizierten wortlos miteinander, als wären sie ein eingespieltes Team. Und das waren sie auch. Doch keiner von beiden schien das wirklich bewusst wahrzunehmen. Frühstücken Sie mit uns zusammen, Harry? Fragte Severus. Oh ja, gern, erwiderte Harry heiter. In Gedanken fügte er hinzu, dann kann ich euch noch etwas beobachten. Mit der Zuckerdose in der Hand fragte Hermine nebenbei. Was für einen Tee gibt's heute? Severus atmete den Duft aus der Kanne ein und antwortete. Schwarzen. Aufgrund der Antwort füllte sie gewohnheitsmäßig je einen Löffel Zucker in ihre und Severus Tasse, bevor sie Harry fragte, ob er morgens nicht eher Kaffee trinken würde. Harry nickte, sodass Severus ihm aus der Kaffeekanne einschenkte. Wie bei der Arbeit waren Hermine und Severus offensichtlich auch beim Frühstück auf das Wohlbefinden des anderen bedacht, dachte Harry. Beide gingen auf die Vorlieben des anderen ein und sie teilten sich die Aufgaben, auch wenn es sich nur um so etwas Alltägliches wie Frühstück handelte. Hermine schob Severus wortlos den Käse in Reichweite, bevor dieser an Harry gerichtet sagte. Sie wollten doch Miss Granger etwas fragen. Seine Freundin blickte auf und wartete gespannt, sodass Harry fragte, sag mal, feierst du eigentlich diesen Freitag deinen Geburtstag? Ich habe einige Anfragen bekommen, was man dir schenken könnte, aber niemand hat bisher eine Einladung erhalten. Oh, sagte sie. Verlegen nahm sie einen Schluck Tee und erklärte gleich darauf. Eigentlich hatte ich nicht vor zu feiern. 24 ist nicht wirklich ein Alter, das man feiern muss, oder? Sie lächelte zaghaft und widmete sich dann voller Aufmerksamkeit ihrem Frühstück, während Harry sie nur verdutzt anstarrte. In den beiden Jahren, in denen er mit Ron und ihr in der Wildnis umhergestreift war, um die restlichen Horcruxe zu finden, hatte jeder seinen Geburtstag wie einen normalen Tag verleben müssen. All ihre Freunde freuten sich darauf, Hermine endlich mal wieder feiern zu können, und jetzt wollte sie nicht? Hermine, es klang vorwurfsvoll. Alle gehen davon aus, dass du am Freitag eine Party schmeißen wirst. Die, die samstags normalerweise arbeiten müssen, haben sich den Tag nach deinem Geburtstag extra freigenommen, damit sie lange bleiben können. Du möchtest wirklich nicht feiern? Ihren Bissen spülte sie mit etwas Tee herunter, bevor sie sich rechtfertigte. Ich arbeite hier bis 22 Uhr und auch samstags. Wir haben ein Projekt für Freitag und ich... Severus unterbrach sie und sagte. Wenn Sie Ihren Geburtstag nicht festlich begehen, werden Ihre Bekannten mich dafür verantwortlich machen, Miss Granger. Was mir, wenn ich es genauer betrachte, völlig egal sein könnte. Unser Vorhaben an diesem Wochenende können wir auf nächste Woche verschieben, denn es rinnt uns ja nicht weg. Aber... Sie verstummte, als Severus sie kurz anschaute und sich jegliches Widerwort verbat. Für einen kurzen Moment starrte sie auf ihren Teller und gleich darauf traf ihr Blick den von Harry. Mit einem Male erkannte er, warum sie nicht feiern wollte. Jedem würde auffallen, dass Ron und sie nicht mehr zusammen waren, dass Ron mit Angelina liiert wäre und dass Hermine alleine war. Sie müsse die verletzenden Fragen beantworten, die man ihr sicherlich stellen würde. Fragen wie, wann habt ihr euch denn getrennt? Oder, warum hat es denn nicht mit euch geklappt? Seine Freundin versuchte, sich herauszuwinden und zu erklären. Ich wüsste nicht, wo ich feiern könnte. Mein Quartier ist zu klein, um alle... Albus hätte sicherlich nichts dagegen, Ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie in Hogwarts zelebrieren wollen, an Räumlichkeiten mangelt es Hogwarts nun wirklich nicht. Sagte Severus gefühlskalt, bevor er einen Schluck Tee nahm.
In diesem Moment hätte Harry seinen Kollegen gerne einen leichten Schlag auf den Hinterkopf gegeben und gefragt, ob er überhaupt noch etwas merken würde. Aber stattdessen versuchte er, die Situation zu retten, indem er etwas betreten zu Hermine sagte. »Naja, wenn du nicht möchtest, dann feiere halt nicht. Es wäre sehr schade, Hermine. Es haben schon so viele nachgefragt, ob ich etwas wüsste.« Sie rang sich ein Lächeln ab, bevor sie neugierig fragte. »Wer denn alles?« Wieder lächelnd entgegnete Harry. »Natürlich die Weasleys.« Ihr Gesicht verzog sich. »Aber auch Seamus und Dean, Neville, Luna, Remus und Tonks, Lee, selbst die Patil-Schwestern und die Creevy-Brüder, Hagrid und Olymp und auch Madame Rosmerta.« »Die alle haben angefragt?« fragte Hermine mit einem fröhlichen Glitzern in den Augen. »Ja, sicher. Ich brauche langsam eine Wunschliste von dir, Hermine. So viele Sachen fallen mir auf Anhieb nicht ein, die man dir schenken könnte«, erwiderte Harry grinsend. Erleichtert beobachtete Harry, wie seine Freundin wieder lächelte. Doch noch immer war ihr Frohmut etwas getrübt. »Ich könnte ein magisches Messer gebrauchen, das alles schneidet. Und vielleicht einen Kniesel, der nicht so eine Kratzbürste ist wie der von Valentinus.« Zählte sie auf und gab indirekt zu verstehen, dass sie nun doch feiern würde, wenn schon so viele Menschen damit rechneten. Sie nannte noch ein paar Wünsche. »Mir fehlt das weiße Album von den Beatles und auch die CD von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.« Nachdem sie letzten Titel noch einmal bewusst in Gedanken wiederholt hatte, verschwand ihr bisschen Freude mit einem Mal aus dem Gesicht. »Ich sag dir was, Hermine. Ich schenke dir die Party. Du brauchst dich um gar nichts zu kümmern. Ich lade die Leute ein und sorge für Getränke und ein Buffet. Du kannst dich gelassen zurücklehnen und dich am Freitag beschenken und feiern lassen. Ist das was?« fragte Harry aufmunternd. Ihr Lächeln kam nur zaghaft wieder, bevor sie plötzlich frech grinste und sagte, »Wenn ich nicht wüsste, dass du einen kompetenten Hauself an deiner Seite hättest, dann würde ich meinen, dass du das gar nicht hinbekommen würdest.« Die ganze Zeit über hatte Severus dem Gespräch der beiden Freunde gelauscht, während er nebenbei seelenruhig sein Frühstück verzehrte. Harry schnaufte aufgrund von Hermines Aussage und sagte unverhofft zu seiner besten Freundin, »Du bist ganz schön frech, Hermine.« Gleich im Anschluss fragte er Severus aus Spaß, »Sagen Sie, ist sie manchmal auch so frech zu Ihnen?« Severus blickte mit emotionsloser Miene Harry an und entgegnete todernst, »Gelegentlich?« Fassungslos und mit offen stehendem Mund starrte Hermine ihren Professor an, bevor sie amüsiert fragte, »Wie bitte?« Harry hingegen konnte es sich nicht verkneifen, herzhaft zu lachen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.